Die Pixel Vision Media Arts Academy in Köln bildet die Visual Effects Artists der Zukunft aus und wir sprechen mit Senior Advisor Stefan Bücker darüber, was das eigentlich für ein Beruf ist, welche Einstiegshürden es in die Ausbildung gibt und ja, wie diese Ausbildung an der Privatschule eigentlich konkret aussieht. Stefan, was kann man denn bei euch jetzt ganz konkret lernen? Also bei uns kann man alles konkret lernen, was mit 3D, Visual Effects und Animation zu tun hat. Das bedeutet, wir bilden halt wirklich für die Branchen Film, Fernsehen, Videospiele, also wirklich Gaming, als auch zum Beispiel für Werbung aus. Das beinhaltet dann eben zum Beispiel eben komplexe 3D-Charaktere, die man eben dann zum Beispiel während der Ausbildung erstellt und das Ganze eben bei uns lernt, wie man wirklich Texturen auf komplexe 3D-Modelle setzt, egal ob es jetzt ein Environment ist, also wirklich eine Umwelt wie Gebäude zum Beispiel, als auch ein 3D-Charakter. Man erlernt aber auch zum Beispiel eben wirklich, wie man Figuren mit Leben füllt, also wie man die bewegt, Animationen als Beispiel auch. Und das hat ja verschiedene Anwendungsgebiete, also Visual Effects sind ein sehr, sehr breiter Bereich. Es gibt natürlich die Unterhaltungsindustrie, wie ich eben schon erwähnt habe, aber es gibt natürlich auch Bereiche darüber hinaus, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat, zum Beispiel eben Architektur, Medizintechnik, also Bereich ist super breit gestreut, für was wir eben wirklich effizient ausbilden. Wie ist denn das eigentlich, wenn Bewerber zu euch kommen, haben die immer schon ein klares Bild davon, was eigentlich Visual Effects sind? Oder muss man da auch oft erstmal noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, was man sich darunter alles so vorstellen kann? Ja, also die meisten haben schon so eine Grundidee, was es ist, aber trotzdem müssen wir da nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, also wirklich so erklären, wie breit die Branche ist, worin die vorkommt. Also als gutes Beispiel, wenn man jetzt so einen Film wie Avengers zum Beispiel nimmt, da haben insgesamt über 2000 Visual Effects Artists dran mitgearbeitet, das haben die Leute meistens gar nicht auf dem Schirm. Man sieht halt die Effekte halt wirklich so in Kinofilmen, Videospielen, nimmt das immer so natürlich hin, aber man weiß im Endeffekt gar nicht, wo kommt das Ganze eben her oder wie wird das überhaupt produziert? Also wie gesagt, Avengers ist halt ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil der Film ist ja auch letztes Jahr sehr erfolgreich gelaufen, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Da haben halt über 2000 Leute dran gearbeitet, die wirklich, wo jeder eben unterschiedlichen Part abgedeckt hat, sei es jetzt 3D-Animation, sei es jetzt 3D-Modellierung. Also wenn du so einen Charakter wie zum Beispiel den Hulk hast, den du zum Beispiel komplett in 3D Motion Captures und dann modellierst, den einfärbst eben mit der Haut, dass das realistisch aussieht. Das ist halt sehr, sehr aufwendig und ich sag's halt immer auch in den Gesprächen sehr, sehr salopp. Meistens stehen die Schauspieler wirklich vom Greenscreen und machen halt ihren Job, aber den wahren Job machen eigentlich wirklich die 3D-Visual Effects Artists im Nachhinein. Ja, und ihr bildet sie aus, aber wie konkret sieht diese Ausbildung aus? Ja, also konkret bedeutet das bei uns, wenn man bei uns anfängt, man kann auch als kompletter Neueinsteiger bei uns anfangen, also viele denken halt auch immer, sind vielleicht am Anfang immer so ein bisschen abgeschreckt und denken, man muss schon viel Vorerfahrung mitbringen, das ist nicht der Fall, also man lernt bei uns in 15 Monaten in einer Intensivausbildung den kompletten Aspekt von 3D-Animation und Visual Effects, also alles wirklich, was mit 3D zu tun hat. Das Ganze ist bei uns halt auch wirklich modular aufgebaut, das bedeutet, von Quartal zu Quartal zu Quartal steigert man eben wirklich seine Fähigkeiten. Es ist eine sehr praxisorientierte Ausbildung. Also das Konzept kommt ursprünglich aus Nordamerika, wird dort eben seit 25 Jahren praktiziert. Unsere beiden Gründer sind Kanadier, haben das dann eben aus Kanada mit nach Deutschland vor 8 Jahren gebracht und bilden wirklich so effizient für den Bereich aus. Das heißt also, auch wenn man vorher noch keine Vorerfahrung hat, man erlernt wirklich jede Technik in 3D. Das fängt eben an erst mit den grundlegenden Sachen wie Modellierung, Animation. Das steigert sich dann darüber über Texturierung, also Texturing, wie färbe ich wirklich ein 3D-Modell wirklich realistisch ein. Das geht dann halt weiter über Rigging, wie baue ich zum Beispiel ein ganzes Skelett für einen 3D-Charakter, dass der sich realistisch bewegt, über Lighting, Licht, Stimmung, wie kann ich Licht halt wirklich Lichteffekte setzen, bis hin zu Dynamics, also wirklich Partikelsimulationen, Wassersimulationen, was man halt zum Beispiel auch sehr, sehr vielen Videospielen hat. Wenn man die Ausbildung bei euch abgeschlossen hat, wie geht's dann weiter? Ist man dann an einem Punkt, wo man tatsächlich schon 1:1 in einen Job rein kann oder ist es in der Praxis dann so, dass man dann mit Praktika zum Beispiel anfängt, um in der Branche eben auch praxisnah weiter zu lernen, wie es im Arbeitsalltag aussieht? Wie muss man sich den nächsten Schritt danach so vorstellen? Also bei uns ist die Ausbildung ja so konzipiert in diesen 15 Monaten, dass es sehr praxisorientiert ist. Das heißt, man erlernt halt wirklich in der Theorie eine neue Technik im Unterricht. Das Ganze wird dann eben weitergegeben im Punkt, dass wir immer kleine Homeworks haben, kleine Hausaufgaben. Das Gute eben bei uns ist, dass wir direkt Dozenten aus den Studios haben. Das ist halt auch so unser größter Vorteil gegenüber vielen anderen Instituten, dass wir Dozenten direkt von Film- und Visual Effects Studios haben, als auch aus Gaming Studios. Das bedeutet eben, die bringen eine Technik bei, können ihr Wissen direkt 1:1 aus dem Studio an unsere Studenten weitergeben
damit die das wirklich auch dann effizient umsetzen können. Wenn man dann das Ganze bei uns gelernt hat, der Sinn und Zweck eben der Ausbildung am Ende ist, wirklich ein Demo-Reel zu erstellen, ein Portfolio. Und mit diesem Demo-Reel, das ist, man muss sich vorstellen, so ein 2-minütiger Clip, wo man seine besten Arbeiten während der Ausbildung reinschneidet, also wirklich seine besten Projekte reinnimmt. Jeder nimmt da halt einen anderen Aspekt, jeder eine andere Fokussierung. Manche konzentrieren sich zum Beispiel auf 3D-Modeling, andere nehmen lieber Animation, andere nehmen Texturierung und womit man sich dann wirklich auf Jobs bewirbt. Wir haben sehr, sehr viele Absolventen mittlerweile, die danach direkt in den Job gegangen sind. Das bedeutet eben nicht direkt den Internship und dann nochmal Praktika, sondern es war auch schon der Fall, dass die Leute schon vor Ausbildungsende einen Job in der Tasche hatten, wenn die ein vernünftiges Demo-Reel gehabt haben. Also wir arbeiten halt auch sehr, sehr eng mit den Studios zusammen, merken halt immer wieder, dass wirklich Visual Effects Studios bei uns anfragen, Gaming Studios bei uns anfragen und fragen, habt ihr gute Leute? Und es war halt wirklich, das ist öfteren der Fall auch schon so, dass die Leute schon vor Ausbildungsende den Job in der Tasche hatten. Ja. Um das nochmal ein bisschen genauer zu fassen, man bekommt ja, also man ist ja bei euch nicht quasi auf dem Weg in eine Ausbildung. Das ist nicht ein Job, zu dem ihr ausbildet, sondern man muss sich ja für unterschiedliche Bereiche entscheiden, oder? Also korrekt, weil genau. Es ja inzwischen alles sehr spezialisiert ist, ne? Ja, es ist sehr spezialisiert. Man lernt halt alles in 3D bei uns, also jeden Aspekt von 3D, aber man fängt sich so an, ab dem dritten Quartal auf einen gewissen Aspekt zu fokussieren. Wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der sehr, sehr kreativ ist, ist zum Beispiel Modeling immer eine gute Möglichkeit oder Texturing, also wenn man wirklich daran Spaß hat, wirklich Sachen realistisch einzufärben. Sagen wir mal mehr, der Mensch ist, der einen technischen Aspekt lieber mag, der Simulationen spannend findet, der technisch orientiert ist, dann sind Dynamics, also zum Beispiel Feuer-Wasser-Simulationen, Partikeleffekte interessant oder zum Beispiel Animationen. Wie sorge ich dafür, dass sich wirklich ein Charakter, eine Figur so realistisch bewegt, also auch wirklich von der ganzen Abfolge her? Ja, dann sprechen wir jetzt mal ein bisschen drauf, wie man da mehr oder weniger landet. Wie muss man sich bei euch bewerben? Was kostet das alles? Das ist ja eine bezahlte Ausbildung. Ja, wie läuft das ab? Gibt es ein Bewerbungsgespräch? Ja, also es gibt bei uns ein zweistufiges Bewerbungsverfahren, wenn man bei uns anfangen möchte. Der erste Schritt generell immer, bevor wir überhaupt jemanden für die Ausbildung in Erwägung ziehen, ist unser 3D-Workshop. Der 3D-Workshop wird momentan auf zwei Arten angeboten. Wir bieten einmal online an, dass man es problemlos von zu Hause machen kann. Oder wenn man sagt, ich habe halt nicht die nötige Hardware, kann man es auch bei uns hier vor Ort machen. Da aber nur in einer kleinen Teilnehmerzahl momentan mit 4 Personen maximal. Und das Ganze läuft dann so ab, man arbeitet wirklich den ganzen Tag mal wirklich mit einer 3D-Software. Erlernst du erstmal, wie die ganze 3D-Software funktioniert. Das Programm heißt Autodesk Maya. Das ist halt auch wirklich so das Programm, was in der Branche und in der Industrie wirklich genutzt wird. Und das Ganze geht von 11 Uhr morgens wirklich bis 19 Uhr. Man erlernt so, wie die Software funktioniert. Man macht am Ende auch ein kleines Projekt, was von uns bewertet wird. Also immer ein Haus in 3D mit einer kleinen Umgebung drumherum. Und da können wir halt auch schon erkennen, einmal, ist da der Bewerber für geeignet? Aber viel wichtiger ist für den Bewerber, macht es mir überhaupt Spaß? Kann ich mir wirklich vorstellen, den ganzen Tag am Rechner zu setzen, Sachen in 3D zu modellieren, zu texturieren? Habe ich Spaß dabei? Wenn derjenige dann sagt, ist nicht so eins, ist das zum Beispiel der erste Indikator dafür. Wenn beim Workshop alles gut gelaufen ist, wir geben halt immer danach, circa 3-4 Tage später ein Feedback, laden wir dann diejenigen zu einem Bewerbungsgespräch ein. Klassisches Bewerbungsgespräch, wie man es kennt. Man schickt ein Motivationsschreiben, einen Lebenslauf mit, und natürlich auch ein Portfolio, wo wir dann auch immer mal sehen können, ist derjenige schon kreativ gewesen. Das unterscheidet sich halt auch wirklich individuell von Bewerber zu Bewerber. Wir haben Leute, die zum Beispiel unheimlich viel gerne zeichnen. Wir haben aber auch Leute, die zum Beispiel gerne fotografieren oder zum Beispiel die ersten Arbeiten schon mal mit einem 3D-Programm gemacht haben. Also auch schon mal mit einem 3D-Programm gearbeitet haben, schon ihre ersten Steps zum Beispiel gemacht haben. Und da können wir eben halt auch schon mal sehen, ist derjenige wirklich dafür geeignet. Und bei diesem Interview finden wir halt wirklich mit diesem Bewerber gemeinsam raus, ist das was für dich? Wenn das der zweite Schritt dann auch gemacht wurde, dann gibt es ein komplettes Feedback, dann wird eben entschieden, wird derjenige zugelassen oder nicht. Wenn er zugelassen ist, kann er dann gerne bei uns starten. Das Ganze ist bei uns so konzipiert, wir starten 4-mal im Jahr, immer im Januar, im April, im Juli und im Oktober, und wir haben halt sehr, sehr kleine Lerngruppen. Das bedeutet, wir nehmen maximal 30 Leute pro Kursus auf, die teilen wir halt in 2 Klassen, a 15 Personen. Damit eben auch das Ganze gewährleistet ist, dass sie wirklich eine sehr, sehr gute Betreuung haben. Also gerade durch unsere Dozenten, die wirklich Branchenprofis aus den Studios sind, ist es wichtig, dass die in kleinen Gruppen wirklich angeleitet werden und das Ganze eben auch effizient bei uns erlernen. Die komplette Ausbildung bei uns kostet insgesamt 18.400 Euro. Es ist im internationalen Vergleich halt wirklich sehr, sehr günstig. Also wenn man eine vergleichbare Ausbildung in Kanada, in England, in den USA macht, da fängt das Ganze zwischen 50.000 und 60.000 Euro bzw. Dollar an.
Das ist natürlich auch nochmal ein vehementer Unterschied. Wir machen das insgesamt für 18.400 Euro und bilden halt wirklich auf einem sehr, sehr großen Top-Niveau aus, weil wir auch wirklich eine der besten Schulen der Welt sind. Wir machen jedes Jahr bei einem unabhängigen Branchenwettbewerb mit, der nennt sich The Rookies, wo jede Schule quasi Studentenprojekte einsendet, beziehungsweise die Studenten für die Schule. Also wir sagen jetzt nicht, ein Studenten sendet was ein, sondern das kann jeder natürlich freiwillig für sich selbst entscheiden. Und daraus wird eben wirklich so ein School-Ranking erstellt. Und bei The Rookies geht es in erster Linie um das Jobpotenzial eben wirklich der Studenten. Und dort sind wir zum Beispiel letztes Jahr im Bereich Animation zum Beispiel unter die Top 10 gelandet, auf Platz 3. Und im Bereich Visual Effects ebenfalls unter die Top 10 gelandet, auf Platz Nummer 10. Was halt auch nochmal bestätigt, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg hier auch mit unserer Ausbildung sind. Und eben die gleiche Qualität bieten wie jetzt Institute in Los Angeles, Vancouver oder Toronto. Ja, Stefan, wenn jetzt Leute interessiert sind, was ist die erste Anlaufstelle, wo sie noch mehr Informationen kriegen können, wie man bei euch landen kann? Ja, also wir haben natürlich auch auf der Gamescom hier eine eigene Seite. Da kann man gerne schauen. Wir haben einen Discord-Channel, den wir während der Gamescom auch betreiben werden. Da kann man halt auch gerne uns Fragen stellen. Ansonsten, wir haben die Website pixelvision.com. Da findet man alle notwendigen Informationen. Oder wenn man uns direkt per E-Mail kontaktieren möchte, beratung@pixelvision.com, kann man mir eine Mail schreiben, beziehungsweise meinem Kollegen. Und wir antworten da eigentlich in der Regel relativ zeitnah und sofort. Alles klar. Stefan, dann vielen Dank für die ganzen Informationen, für den Einblick und ja, allen, die sich da vielleicht bewerben wollen, viel Erfolg dabei. Ja, danke dir. Danke für das sehr nette Gespräch. Bis dahin.